Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin und dieses Mal mit einem Mod, und zwar gar keinen. Jetzt schauen wir mal unsere Bären an, ob sie auch gewachsen sind. Und sie sind. Hey, sie sprühen. Sie sprühen auf oder blühen auf, wie auch immer. Gießen wir sie zweimal, dann sind sie vielleicht im nächsten Part fertig. Oder vielleicht im übernächsten. Oder vielleicht im übernächsten. Naja. Zweimal natürlich wieder. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob es was, ob es irgendeine Auswirkung hat, das mehrmals gießen. So, hier nochmal meine kleine Amrina-Bäre. Ja, da freust du dich, ne? Also gut, wenn wir hier jetzt keinen Wettbewerb machen können, dann machen wir eben was anderes. Und zwar Rätselmeister. Ich habe hier noch den Rätselmeister. Den haben wir ja noch gar nicht so richtig gemacht. Wir haben ja jede Menge Rätsel noch zu erledigen. Und das machen wir jetzt. Also, auf geht's nach Gravelport City! Jetzt brauchen wir Pokémon, das Stärke und Zertrümmere kann. Einen VM-Slave. Die Frage ist, welchen VM-Slave nehmen wir mit? Pokémon bewegen. Nehmen wir unser Magohyter. Magohyter ist ein guter VM-Slave. Nein, das Motiv möchte ich nicht wechseln. Das legen wir ab. Absol, Level 35. Voltenso, Welser. Na, ich glaube, besser werden wir. Obwohl. Tropius würde ich gerne ablegen. Weil wir es ja eh weil trainieren werden im Wasser. Bei diesen Wasserrouten. Da wird Tropius einiges leveln können. Aber ich glaube, ich lege lieber Voltenso ab. Weil Voltenso werden wir dann in den Wasserrouten auch häufig einsetzen. Und Tropius hat das niedrigere Level. Damit die Tropius noch ein bisschen. Ja, stärker machen, bevor wir dort uns aufmachen, die Wassertrainer alle auszuschalten. So, wir steigen aufs Fahrrad. Zack. Und, ja. Gehen zurück ins Rätselmeisterhaus. Whatever es auch sein soll. Oh mein Gott! Hinter der Pflanze! Komm her! Was? Woher wusstest du, dass ich mich hinter dem Baum versteckt hatte? Clever! Du! Du bist hier, um ein Rätselhaus herauszufordern, oder? Deshalb bist du doch hier! Ja, ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Trete hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich erwarte im hinteren Bereich. Tu das. So, und jetzt nächstes Rätsel. Rätsel Nummer 2. Das leichteste Rätsel ever. Und da fliegt eine Mücke rum. Na toll, das hat man davon, wenn die Balkontür offen steht und das Licht an ist. Da schwirren sie nämlich rein, ne? Bei mir ist gerade mitten in der Nacht, oder was heißt mitten in der Nacht? Halb 10 Uhr nachts. Und jetzt haben wir schön viele Insekten bei mir im Zimmer. Welcher Schalter schließt welches Loch? Ey, du bist auch ein Strebe, du wirst es doch wissen müssen, oder? Und jetzt fange ich zum Schwitzen an, weil ich einen Pulli an habe, aber wenn ich ihn ausziehe, stechen mich die Viecher. Was ist euch lieber, oder was ist mir lieber, gestochen zu werden, oder dass ich schwitze? Ich glaube, ich schwitze lieber. Ich glaube, ich wechsle zu Ninja Tom. Kein... Gut, ich dachte, es kommt Erstauner, weil Ninja Tom... weil Trasser so erstaunt ist, dass ich Ninja Tom einsetze. Und jetzt Schutzschild, um zu schauen, ob er auch mit Ding angreift, mit wie heißt der Attacke? Ne, wisst schon, Erstauner. Und jetzt vergiften! Leide, Trassler! So, hier wieder ein tödliches Gift für Trassler. Nein! Synchro, ich hasse dich! Nein! Nicht, nicht! Nein! Nein! Scheiß Synchro! Scheiße! Unser Ninja Tom wird geplättet von jedem Pokémon. Toll. Sogar von einem, das 10 Level niedriger. 10 Level niedriger ist als Ninja Tom. So, jetzt wechsle ich zu Welser. So, Welser. Leichte Beute für dich. Hier, surf mal ein bisschen mit ihm. Ne, mach mal mit Trasse einen schönen Surfer-Ausflug oder was auch immer. Tut immer gut. So. Denn. Achso, da hat gar kein nächstes Pokémon mehr. Okay. Nach diesem Kampf bin ich nur noch verwirrter. Schwuchtel. Okay. Und? Was hat es bewirkt? Nämlich gar nichts. Oder? Es ist wahrscheinlich. Oh Gott, wahrscheinlich muss man da immer durch das ganze Labyrinth wieder durcheinander quer herumlaufen, damit es ein bisschen Zeit totschlagen tut. Ja, ich dachte, ja, ich hatte meine Befürchtung hat sich bestätigt.
Oh, du forderst das Rätselhaus schon zum zweiten Mal heraus. Er reimt sich sogar. Du forderst das Rätselhaus schon zum zweiten Mal heraus. Reimt sich zweimal? Ja, er reimt sich. Jürgen. Na, einen schönen Gruß an Schokolade LP, falls ihr dieses Video seht. Ich wechsle zu Welser. Welser ist immer ein gutes Pokémon. Und? Oh, 2 KP abgezogen, nicht schlecht. Mein lieber Herr Gesangsverein. Da war ich heute beim Gesangsverein. Ich war ja heute beim Schach, ne? Und da ist direkt nebenan im Gesangsverein. Die singen da immer so klassische Musik, während wir hier unsere Gehirne kaputt braten mit unseren Schachspielen. Ja, ja. Okay, Margarita, das gehört doch gar nicht in unserem Team, aber trotzdem lernst du jetzt Amstoß, ist unglaublich. Wir leveln sogar die Pokémon, die nicht in unserem Team sind. Respekt, sowas schaffen nur rechte Profis. Mirabla, bitte, ich will nicht auf Eis gelegen werden. Tut mir leid, aber das wirst du jetzt. Tschüss, Mirabla. Arrivederci. So, der nächste Pokémon ist Wingull. Was meine ich denn mit dir, Wingull? Ich hasse dich, du sollst sterben und wir haben unser Voltenso nicht dabei. Ich nehme mal Absol. Absol will auch ein bisschen Spaß mit schwachen Pokémon haben, ne? Absol. Oh mein Gott, er schlägt mit den Flügeln. Respekt. Elras. Ich glaube, die Taktik mit Schwertanz, die müssen wir gar nicht einsetzen, weil die Pokémon so schwach sind, da lohnt sich's eh nicht. So, vielleicht schaffen wir es sogar in diesem Part, unser Junglut zu Logok zu entwickeln, was schon längst ein Logok hätte sein sollen. Ich setze das Junglut an erster Stelle. Makuhita ist dann an letzter Stelle. So soll es auch sein. Makuhita wollen wir ja nicht trainieren. Gut, wahrscheinlich ist hier wieder... Ja, das ist wahrscheinlich ein Hafenbrief. Das sammle ich nicht ein. Oder irgend so ein Briefmüll. Das sammle ich ab sofort nicht mehr ein. Weil Briefe useless sind. So wie, was ist denn useless? So wie... Pff, keine Ahnung. So wie ein 10-Stunden-Video. 10 Stunden lang anschauen. Ihr wisst schon, da gibt es ja solche Videos auf YouTube. Die schaut man sich so 10 Stunden an. So 10 Stunden Nyan Cat oder sowas. Glaubt das so Müll, den kein Schwein eigentlich anschaut. Den man nach einer Stunde schon nicht mehr hören kann. Das einzige Geile, was ich schon geil finde, ist der Windows Remix. Der ist richtig gut gemacht. Den könnte ich mir locker 10 Stunden anhören. Wenn ich wollte. Will ich aber nicht. So. Junglut. Vernichtet dieses Knilz. Kriegt Erfahrungspunkte? Nein, und wird paralysiert. Ja, natürlich. Okay, was ist das nächste Pokémon? Papinella. Oh, wie süß. Na, wie wollen wir es denn töten? Ein Stärke. Nein, ist effektiv. Du Wichser, wagst es dich gegen ein Pokémon anzulegen, das doppelt Level... das... ja, doppelt so viel Level hat wie du? Schäm dich, Papinella. Und Absol, Level 36. Und Lern Schlitzer. Ich bin gerade überlegen, ob wir etwas fallen lassen sollen. Weil auf Schlitzer eine Vortrefferquote noch drauf ist. Allerdings trifft Schlitzer nicht immer im Gegensatz zu Eras. Eieiei. Eieiei. Wenn wir uns Angriff Plus kaufen, dann würden die nächsten Attacken auch wieder die Vortrefferquote, also dann würde das ja die Vortrefferquote erhöhen. Und wenn Schlitzer eine Vortrefferquote ist, plus einen erhöhten Schwerttanz, ist ja schon geil. Aber ich glaube, mit Eros sind wir ganz gut dran, weil es sehr oft Pokémon geben wird, die Doppelteam oder anderen Müll einsetzen und wir die Gegner nicht mehr treffen können. Also ich glaube, das war schon richtig. Außerdem ist da kein Step drauf, so wie bei Eros, da ist ja auch kein Step drauf, also passt es eigentlich schon. So, wo ist denn die Schriftrolle? Ach da, hier ist der Schalter, der macht dann diesen Schalter, ja genau, und jetzt kommen wir an die Schriftrolle und müssen wieder durch das ganze Labyrinth ja, durchlaufen. Nur um diese Schriftrolle lesen zu können. Was für ein Riesenaufwand. Kevin findet eine Schriftrolle. Kevin lernt den geheimen Code, der auf der Schriftrolle steht, auswendig. Und was steht da? Na egal, das werden wir gleich sehen. Okay, ich nehme jetzt nicht zu der Musik. Ich möchte mir das nämlich abgewöhnen, immer zu Pokémon zu singen. Weil ich sonst eine Schwuchtel werde wie Justin Bieber. Rätselmeister ist gewieft. Und open... The door is open. So, was kriegt man für einen TM?
Oh, du hast mich gefunden. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, das Labyrinth anzulegen. Du bist meine Größe fast ebenbürtig, bis auf 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Gut, du hast dir diese Belohnung verdient. Ein Timerball. Toll, den kann man sich auch kaufen, ne? Putz dir das selbstgefällige Grinsen von der Backe. Noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zu Fall bringen werden. Zum Grinsen hast du erst Grund, wenn du es geschafft hast. Komm wieder, wenn ich die nächste interessante Installation fertig habe. Das werden wir nämlich jetzt. Oh Gott, ich schwitze gerade so sehr und die Viecher, die nerven mich auch langsam. Gott! Scheiß Mistviecher. Ja, zum Glück kommt jetzt ja der Herbst und der Winter, da sterben diese ganzen Viecher oder schlafen, was else? Ich kenne mich mit der Natur nicht aus. Oh mein Gott, das ist das billigste Versteck ever. Hier, er hat sich hier in diesem Schubladenschrank versteckt. Unglaublich. Was? Woher wusstest du, dass ich mich in der Kommode versteckt hatte? Alter, wie klein ist der? Wahrscheinlich so ein kleiner Lilliputaner. Du bist hier, um meinen Netzlaus herauszufordern, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, das muss es sein. Betrachte den Satz, den haben wir schon zweimal gelesen. Warum soll ich den dreimal lesen? Ne? Ist doch unnötig! Oh nein. Ja, zum Glück haben wir Makuhita dabei. Also Makuhita, ran ans Werk. Zertrümmere diesen Felsen. Also das ist schon ziemlich gewieft, sag ich mal. Ich laufe und laufe und lande immer wieder hier. Ein Tipp, bleib stehen, dann landest du nicht immer wieder hier. Laurenz. Ja, kennt ihr jemanden, der Laurenz heißt? Ich kenne keinen. Heißt ihr vielleicht zufällig Laurenz? Ach, das ist schon wieder so eine Anspielung auf den Kommentar schreiben. Das möchte ich nicht. Ich will nicht, dass ihr Kommentare schreibt. Schreibt am besten gar keine Kommentare, da bin ich glücklich. Okay, Kicklern. Obwohl ich mich über gute Kommentare auch manchmal freue, ne? Ich habe schon Probleme. Und dann musst du mich auch noch besiegen. Pfui! Also gut. Hier ist die Trümmere. Diese Fels ist. Sieht zerblechlich aus. Setze Tlimelel eingesetzt, Felden. Ja. Makuhita setzte Tlimelel ein. Makuhita! Bam! Okay. Oh mein Gott! Das Labyrinth hat sich verändert. Mal wieder. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Dieses Item werde ich mir nicht holen, weil es wahrscheinlich wieder ein Kackbrief ist. Das ist immer ein Brief. Die Last der Rätsel meist uns hier, weil er es selber nicht braucht. Und damit die anderen Trainer es einsammeln sollen. Okay, Eneko, wie wollen wir das Eneko killen? Möchten wir es zerstampfen, vergraben, verbrennen oder in die Luft schmeißen? Ich tue es mal zertreten. Nein! Ey, Jungblut, ich weiß, du magst Eneko, aber komm, Liebe zahlt sich nicht aus. Okay, das war die Paralyse. Paralyse zahlt sich auch nicht aus. Ey, schau dir das an. Dein Liebling tut dich schlagen. Ey, geh zur Polizei. Ich würde mich nicht von meiner Frau schlagen lassen, obwohl ich gar keine Frau habe. Ah. Skull Joke, okay. Und tschüss, Eneko. Mit einem Tritt besiegt. Und jetzt kommt Wablu. Was machen wir denn mit Wablu? Verbrennen. Nee, Stärke. Wir tun unsere Stärke testen. Stärke! Und wieder waren jetzt. Also die Kämpfe sind hier richtig lahm. Wir hätten hier schon viel früher hineingehen sollen. Aber ich hab's halt vergessen. Du bist furchtbar. Warum bin ich furchtbar? Du bist furchtbar. Na, die Rätselmeister ist furchtbar, aber der hinterlässt uns Briefe. Das ist doch furchtbar. So, hier ist die Schriftrolle. Ja, und wir lernen den Code auswendig. Auch wenn ich nicht so besonders der Lernprofi bin. Ich verstehe es nicht. Was macht einer mit so einem bizarren Haus? Also wenn ich so lerne für Mathe oder so, für Rechnungswesen, ich habe ja Rechnungswesen bei mir in der Schule, ich gehe auf eine Wirtschaftsschule, dann fällt mir es schwer, das in mein Hirn zu bekommen. Aber es geht. Ich schaue es mir noch vor einer Stunde noch ein bisschen schnell an. Also ich habe ja bei mir in der Wirtschaftsschule habe ich Doppelstunden, dafür habe ich nach jeder Doppelstunde eine Pause.
15 Minuten und da kann man die 15 Minuten viel gut nutzen, zum Beispiel für Hausaufgaben machen, ne? Oder für Lernen von der Probe. Also ja, das rentiert sich manchmal schon, diese 15 Minuten, die man zu Hause nicht verbringt mit Lernen. Verbringt man am besten mit in der Schule. Da hat man halt keine Pause, ne? Okay, der nächste Gegner ist Nasknet. Ich wollte schon Trainer sagen, aber Pokémon sind keine Trainer. Es sei denn, sie trainieren sich selber, so wie bei Pokémon Mystery Dungeon. Möchte ich übrigens auch mal Let's Playen, so Pokémon Mystery Dungeon. Mal schauen, wenn ich mal Lust habe, werde ich Pokémon Mystery Dungeon Let's Playen. Ich habe noch nie einen Pokémon Mystery Dungeon durchgespielt oder geschweige denn die normale Story durchgespielt. Ich kann das gar nicht so richtig mit den Pokémon Mystery Dungeon Spielen. Also da bin ich sehr schlecht. Also da bin ich nicht so der Profi wie in den normalen Pokémon Spielen. Eher ein Noob, kann man sagen. Ja, ich bin ein Noob. In Pokémon Mystery Dungeon bin ich ein Noob. Das gebe ich jetzt offen und ehrlich zu. Und ich bin stolz darauf und ich stehe dazu. Und ich stehe zu, dass Jungbild bald ein Lorax sein wird. Vielleicht sogar schon, ja, in diesem Part, wenn wir schnell sind. Nasknet müsste sehr viele Erfahrungspunkte jetzt geben, weil Nasknet viele KP haben wird. Hast du doch, oder? Na, also, besser ist nichts. Es hatte ja ein niedriges Level. Ich verstehe es nicht. Wie konnte ich es jetzt verlieren? Keine Ahnung. Frag deine Pokémon. Ach, da ist noch ein Item. Dann war das andere Item wahrscheinlich gar kein Brief. Dir, Rätselmeister. Okay, ich will nicht singen, aber ich kann es mir nicht verkneifen. Ich bin so ein kleiner Justin Bieber. Im tiefen Herzen bin ich ein kleiner Justin Bieber. Aber sind wir das nicht alle? Okay, es werden mich einige von euch hassen, aber... naja, es ist ja auch egal. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Okay, wo ist es? Jetzt kommen wir hier ins Item hin. Kein Brief! Es ist ein Brief. Dann ist das andere wahrscheinlich auch ein Brief. Dann schmeiß ich den Müll sofort weg. Kann man zwar verkaufen, aber es gibt nur 50 und es ist mir überhaupt nicht wert, da jetzt extra zurück ins in den Markt zu laufen. Nee. Diese Scheißbriefe. Die braucht doch keinen Schwanz. Kein Schwein meine ich, kein Schwanz, ey. Ja. So, hier, dann da. Ach, verdammt, es ist hier wieder zu. Ah, verdammt. Wie mache ich das jetzt? So? Okay, das ist viel schwieriger, als es aussieht. So vielleicht? Aha, okay. Wo? Ah, verdammt. Hier. Nein, es ist hier wieder zu. Ich glaube, ich muss das hier auch noch frei zertrümmern. Und wenn es ein Brief ist, dann raste ich aus. Dann raste ich aus, Alter. Dann raste ich aus. Ah, Gott. Ich hasse es. McDonald's. Ich hasse es. Ah. Ich hasse dieses Rätsel. Ich bin zu blöd dafür. Dabei sind es doch Kinderrätsel. Die kann jedes Kind lösen, aber ich nicht. So, hier vielleicht? Na, also geht doch. Oh Gott, und jetzt ist es wahrscheinlich ein Brief, ne? Oh, scheiß Brief. Ich hasse Briefe. Ab sofort sammle ich hier gar nichts mehr ein. Ich schmeiße jetzt alle weg. Das ist nur unnötige Inventarverschwendung. Dunkelbrief ist Müll. Wellenbrief ist Müll. Wer braucht denn so einen Müll? Ernsthaft jetzt? Keine Sau benutzt Briefe. Oder benutzt ihr Briefe? Wenn ja, dann kann ich nicht verstehen, warum. Ah, gut, in der Kristall und in der zweiten Generation, da fand ich die Briefe noch einigermaßen sinnvoll. Aber ab der dritten, unnötig. Und die gibt es sogar noch in der fünften. Das müsst ihr euch vorstellen. In der fünften gibt es diese scheiß Briefe immer noch. In der fünften Generation. Boah, ey. Das ist schon ein negativer Minuspunkt an Pokémon, muss ich sagen. Okay, hier, du bist verdammt clever. Er hat die ganze Nacht gebaut, um die Felsen zu platzieren. Welche Felsen? Achso, die Felsen wahrscheinlich auf diesen Plattformen. Du bist meine Größe fast ebenbürtig. Bis auf 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 Punkte. Gut, du hast hier Granitstein. Verstärkt Gesteinsattacken. Putz dir selbstgefällige Grinsen von der Backe. Ja, komm, lass mich in Ruhe, nerv mich und verpiss dich. Danke. Gut, gibt es hier noch ein Rätsel? Wenn ja, mache ich es natürlich. Und wenn nicht, dann lasse ich es sein. Aber es gibt noch einige Rätsel, die wir hier jetzt machen werden. Okay, Leaving the Pokémon Center. Quatsch, Pokémon Center. Ich meine natürlich Rätselmeisterhaus. Ach verdammt, wo war es jetzt? Ich habe das Blitzen jetzt gar nicht gesehen. Unterm Stuhl vielleicht? Nö. Hier im Fenster? Im Fenster kann es ja auch manchmal sein. Nö. Hier im Fenster? Aha, natürlich.
Was? Ja, ich bin hier, um das Rätsel. Ich bin hier, um dich, den Rätselmeister herauszufordern. Und jetzt lass mich in Ruhe und lass mich das Rätsel machen. Ich freue mich schon auf die Robopuppen, die sind richtig cool. Da habe ich ja im Saphir Let's Play total gefällt bei den Robopuppen. Werde ich wahrscheinlich hier jetzt auch wieder machen. Okay, Junglud, zeig mir deine Stärke und beweg mal schnell diese Felsen da weg. Ah, das ist der Power Kid, er kann Felsen bewegen. Das sammle ich nicht ein, ich gehe hier nur hin, um gegen den Trainer zu kämpfen. Ich spreche den sogar an, ne? Hey, Felsen wie diese räume ich aus dem, mit dem kleinen Finger aus dem Weg. Angeber. Das heißt nicht, dass du diesen Kampf gewinnen wirst. Stärke hilft nicht, allein hilft nicht, einen Pokémon-Kampf zu gewinnen. Okay, ja, ich würde sagen, ich entwickle Jungblut in diesem Part noch und dann beende ich diesen Part auch wieder. Oh Mensch, aber wenn oh Gott, meine Stimme ist so im Arsch. Ich habe heute sehr viel gesprochen in der Schule, beim Schach, oh Gott. Ja, beim Schach tut man sprechen, genau. Ich meine, mit meinem Kumpel habe ich heute Schach gespielt, ne, und nebenbei ein bisschen gequatscht, ne, und so. Boah. Hitzekoller, komm her. Er erzählt mir eine Geschichte. meine Witze sind viel flacher als die Witze von Grom. Und Volltreffer. Ich kann gar nicht mehr gescheit reden, meine Stimme ist so im Arsch gerade. Als hätte ich dieses blaue Let's Play erneut Let's Played. Ich kann Felsen bewegen, aber ein Rätsel zu lösen ist mir zu schwer. Ja, sag ich doch, du musst dein Gehirn manchmal benutzen und nicht deine Kraft. Ja. Das denken leider manche viel zu oft. Vor allem in der Schule, da sind immer so Großmäuler, die sagen, ey du Hurensohn, ich hol dir aufs Maul, du Arschloch, oh. Ey, nach der Schule mache ich dich paar kalt. Und was passiert nach der Schule? Sie kneifen und kommen nicht. Hattet ihr das auch schon mal, dass euch jemand gesagt hat, ey, ich mach dich nach der Schule bist du tot und so. Und dann ist er nach der Schule nicht gekommen. Also bei mir ist das mal so passiert. Einer hat mir gesagt, wir haben uns, also... Bei mir ist es mal passiert, aber ich glaube, ich 5. Klasse oder so, hat einer zu mir gesagt, ich treffe dich nach der Schule, dann gibt's Schlägerei. Dann bin ich gekommen, ne, ich hatte richtig Eier für eine Schlägerei, ne, sag ich einfach mal. Und dann war er nicht gekommen, also, was denkt man sich dann wohl dabei, hm? Nicht, dass er der Stärkere ist, sondern dass er eher ein Weichei ist, ne? Ein Großmaul auf gut Deutsch. Solche Leute, die könnt ihr ignorieren, die sagen, ihr kriegt nach der Schule eins aufs Maul, da braucht ihr keine Angst zu haben, falls ihr vor sowas Angst habt. Das sind alles nur Großmäule, die denken, sie werden die Kings, also was sie gar nicht sind. Solche Idioten könnt ihr nur bemitleiden, ganz ehrlich. Okay, haben wir die schon bekämpft? Ja, ne? Gerade eben. Dann hier noch, die hier. Hä, haben wir die schon? Ah, ne, haben wir nicht. Das Rätsel aus. Wird immer verrätselter. Komplizierter, oder? Ja. Genau. Ah ja. Oh nein, Pokémon. Das geht ja recht schnell. Kappels. Level 27. Die Level werden langsam richtig... dem Niveau, was wir gerade haben. Und vielleicht entwickelt sich Junglut nach diesem Kampf, wenn wir Glück haben. Hitzekoller. So strong as you can. Oder make it strong as you can. What else? Mein Englisch ist not the best. Und Level up, jetzt haben wir ein Lorok. Ja, jetzt noch nicht erst, wenn der Kampf vorbei ist, was jetzt auch ist. Und jetzt entwickelt sich Junglut. Tschüss Junglut, war nett mit dir, aber dein Nachfolger wird noch viel besser sein, als du es je sein wirst. So Leute. Verabschiedet euch vor Junglut und verneigt euch vor Logok. Okay. Kentucky Fried Chicken. Was? Er lernt Feuerfähige. Das ist, glaube ich, Logok Spezialattacke, wenn ich mich nicht irre. Aber wir haben ja Hitzekoller und Feuerfähige brauchen wir doch gar nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, da stehen Attacken. Nee, Attackenmus jetzt steht es nicht drin. Okay, das passt. Das passt. Und wenn es im Moveset drin steht, ich schaue schnell nach. Moment. Pokémon-Liste Rubin. So, jetzt öffnet sich gleich ein Word. Was jetzt hat sich geöffnet? Moment.
Logok. Okay, Himmel. Feuerfeger steht nicht drin, dafür der Himmelsfeger. Und hier ist die Schiffsrolle. Direkt neben dem Ausgang. Und jetzt da. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hier. Meister ist cool. Na gut, ist cool. Da kann man sich drüber streiten. Ich würde eher nicht so cool tendieren. Ah, du hast mich gefunden. Ja, ja, ja. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, die Felsen hin und her zu schieben. Du bist meine Größe fast ebenwürdig. Bis auf 1, 2, 3 Punkte. Gut, du hast diese Belohnung verdient. Yes, jetzt haben wir den Rauchbar. Jetzt können wir jederzeit vor wilden Pokémon fliegen. Holst dir das selbstgefällige Grinsen von der Backe noch? Hast du nicht gewonnen? Oh, meine Stimme. Ich glaube, eins mache ich noch und dann beende ich den Part. Dann müsste auch fürs Erste reichen. Ich hoffe, es sind die Robopuppen. Oh nein, das wird wahrscheinlich viel länger dauern, das mit den Robopuppen. Okay, ich glaube, da muss ich den Part tatsächlich jetzt schon beenden. Dafür gibt es im nächsten Part die Robopuppen. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe, ihr tut's auch. Ich fliege zuvorher noch nach Sega Sotiri zurück, damit wir im nächsten Part schauen können, ob unsere Bären soweit sind, die wir für den Pokémon-Wettbewerb brauchen. So schnell Pokémon heilen. Bla bla bla. Unnötiges Gequatsche. Okay. So, jetzt biete ich mal hin, damit wir wieder hier sind. So, meine Amrena-Bären. Wachst! Wachst! Ich werde immer größer und größer und mächtiger und vor allem größer. Ne? Im nächsten Part sehen wir hier vielleicht sogar die Pflanzen aufsprühen. Ja gut, jetzt sprühen sie eh schon auf. Ich meine, ja, man erkennt wahrscheinlich schon im nächsten Part die Pflanzen ein wenig. Ich hoffe, es wird im nächsten Part sein. Wenn nicht, dann müssen wir noch einen weiteren Part herauszögern. Ja, und dann sage ich mal mit diesen Worten bis zum nächsten Part, Leute. Ciao!